Im vorliegenden Video möchten wir Ihnen einmal die Applikation des Produktes Novocard 3D als typische dritte Generation, also sogenannte Matrix-induzierte autologe Chondrozytentransplantation, entsprechend demonstrieren. Dieser Eingriff erfolgt in der Regel in offener Technik für die Defektlokalisation an der retropatellaren Gelenkfläche. Wie im vorliegenden Fall benutzen wir in der Regel eine mediane Hautinzision und anschließend eine mediale oder anteromediale Arthrotomie, die auch letztendlich stabilisierende Zusatzeingriffe an der Kniescheibe entsprechend erlaubt. Der erste Schritt ist die Exposition der Kniescheibe. Sie sehen hier zwei Kirchnerdrähte von medial eingebracht, die es erlauben, das ganze Weichteil schonend auch zu evertieren und zu halten. Und Sie sehen hier einen relativ großen Defekt an der retropatellaren Gelenkfläche, Stadium römisch 3. Die Firma Escolab liefert ein spezielles Instrumentarium für diese Operation. Sie haben dort eine Reihe von verschiedenen Stanzen, mit denen Sie quasi konfektionierte Größen des Defektes depredieren können. Im vorliegenden Fall kann man die so nutzen, um quasi den Umgebungsknorpel einzuschneiden. Alternativ kann das Ganze auch mit einem 15er Messer erfolgen. Das benutzen wir vor allem bei irregulären Defektformen oder dann auch nach dieser initialen Stanze zum Weiterbearbeiten des Defektes. Mit dieser Skalpell- und Stanzenmethode gelingt es dann sehr gut, eines der wichtigen Ziele des Debridements umzusetzen, nämlich eine möglichst orthogonale und stabile Randleiste im gesunden Umgebungsknorpelgewebe zu erreichen, bevor Sie dann die Handarbeit mit verschiedenen Küretten durchführen. Sie haben ja eine Reihe von Küretten zur Auswahl. Für die offene Technik benötigen Sie in der Regel keine spezifisch gebogenen Instrumente. Das ist aber von großer Relevanz, wenn Sie das Debridement zum Beispiel voll arthroskopisch durchführen. Dann lohnt es sich, auf unterschiedliche Küretten hier zurückzugreifen. Wichtig ist beim Debridement, dass Sie sämtliches Gewebe vom subchondralen Knochen entfernen, den kalzifizierten Layer, also die tiefste Knorpelschicht, aber im Grundsatz stehen lassen. Das Ganze mutet dann mit bloßem Auge als kleine samtförmige Struktur ein. Für Sie besonders wichtig, dass eben keine Blutungen aus dem subchondralen Knochen dort entsprechend entstehen. Also mit der Kürette lieber zurückhaltend und mehrfach nacharbeiten, als primär zu aggressiv entsprechend zu debridieren. Achten Sie auch bei der Operation darauf, dass der Knorpel immer feucht gehalten wird. Allein durch die Exposition auch des umgebenden Knorpels trocknet dieser entsprechend sehr schnell aus. Und Sie können dann ruhig in dieser mit Flüssigkeit gefüllten Defektsituation mit der Kürette das Feindebridement entsprechend machen. Sie können dann entweder diese Stanze nutzen, um die Defektgröße auf dem Zellmatrixkonstrukt entsprechend festzulegen, oder Sie können sich mit der Verpackung des Nahtmaterials ein kleines Template dort entsprechend zurechtschneiden. Beide Verfahren erlauben es dann quasi, diesen Abdruck auf das Produkt Novocard 3D entsprechend zu transferieren. Mit diesen Stanzen können Sie durch ein Einschlagen der Stanzen auch dann entsprechend die Matrix bereits schneiden. Sie können auch aus diesem Konstrukt in der Regel zwei Defekte behandeln. Die Pinzette, die eben im Bild war, ist eine ganz spezielle Pinzette, die auch mitgeliefert wird, die das Produkt nämlich nicht komprimiert, diese schließt nicht völlig, und achten Sie wirklich darauf, auch beim Handling, dass möglichst wenig Druck auf dieses Material dann entsprechend ausgeübt wird, da es ja vitale Zellen enthält. Das Produkt hat eine glänzende und eine eher raue Seite. Die raue Seite wird dann dem subchondralen Knochen zugewendet, in das Defektareal eingebracht. Auch da gilt es, Vorsicht und Gefühl walten zu lassen, bevor Sie dann mit dem mitgelieferten Faden der Stärke 6.0 die Fixation im Umgebungsknorpelgewebe durchführen. Es bietet sich hier an, von der Matrix in Richtung Knorpel zu stechen. Und ein kleines Detail, auf das Sie aber Wert legen sollten, ist die Tatsache, dass die Knoten nicht auf dem umgebenden Knorpelgewebe zu liegen kommen sollen, sondern dass diese eben an das Interface, an den Rand der Membran gezogen werden sollen, um hier möglichst wenig Friktion leicht unter Niveau zu gewährleisten.
Die einfachste Technik ist, jeweils den gegenüberliegenden Stich dann durchzuführen. Dadurch spannt sich die Membran eher gleichmäßig entsprechend auf. In der Regel braucht es eine Zahl von zwischen 6 und 10 Einzelknopfnähten, um dieses Konstrukt dann auch sicher im Defektareal dort entsprechend zu fixieren. Sie sehen das hier im Bild, wie hier vorgegangen wird, und Sie sehen auch, dass diese Membran sich dann entsprechend der Defektgröße dort sehr gut einpasst. Anschließend wird dann die Kniescheibe wieder reponiert und es erfolgt der Wundverschluss, der Kapselverschluss zunächst. Wenn wir Begleiteingriffe durchführen, das ist in einer Vielzahl der Fälle der Fall, dann wird meistens die Knorpelzelltransplantation als letzter Schritt dieses Verfahrens ergänzt, weil sie eben doch eine relativ hohe Vulnerabilität mit diesem eingebrachten Zellmatrixkonstrukt aufweist. Wir versorgen unsere Patienten dann mit einer steifen Schiene, einer Macron- oder Medicom-Jeans-Schiene im Operationssaal. Anschließend werden die Patienten dann aber ab dem ersten Tag auch schon unter physiotherapeutischer Beübung beübt. Das heißt, die Bewegung des Kniegelenkes beginnt. CPM, also passive Motorbewegungsschiene, spielen bei der Nachbehandlung hier eine sehr große Rolle. Und im Grundsatz empfehlen wir den Patienten ein reduziertes Abrollgewicht mit einem Abrollgewicht von 15 Kilogramm für 6 Wochen postoperativ und in Abhängigkeit der Lokalisation des Defektes auch eine eingeschränkte Beugung. Bei patellofemoralen Defekten empfehlen wir eine Limitation der Beugung auf 30 Grad für die ersten beiden Wochen, 60 Grad für die Wochen 3 und 4 und für die Wochen 5 und 6 eine Limitation auf 90 Grad. Anschließend wird dann der Übergang zur Vollbelastung und die freie Beweglichkeit empfohlen.